Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Dateien, die ihr auf Google Drive hochgeladen habt, in meinen Musikplayer importiert. Dazu benutze ich dieses Skript hier, das auf der Homepage von meinem Musikplayer hinterlegt ist. Wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Also erst muss die Musik auf den Google Drive hoch. Dazu habe ich einen Ordner gemacht Musik und hier einen Unterordner. Der heißt quantenfluktuation.com. Das war der Künstler, der uns die Musik zur Verfügung gestellt hat. Und die wollen wir jetzt importieren. In diesem Ordner sind 4 Musiktitel drin. Dazu gehe ich wieder hier auf meine Ablage und sage dann Neu und sage dann Google Tabellen, Google Spreadsheets und wähle hier eine leere Tabelle aus. Die wird jetzt geöffnet. Dann gehe ich hier auf Tools und sage Script Editor. So öffnet sich der Script Editor. Dann nehme ich das Script von der Homepage, also erstmal alles löschen, was hier drin ist. Dann nehme ich das Script von der Homepage. Hier. Steuerung C, um das zu kopieren. Und tue das hier hinein. Wenn ich das jetzt hier drin habe, muss ich noch anpassen, welches Format und welcher Ordner. Nehmen wir hier quantenfluktuation.com und welches CSV-Format ich als Ausgabe haben will. Ich nehme mal hier das einfache Format, wo dann ID-Dry-Tags aus den Dateien eingelesen werden. Das sind also die ganzen Titel und Interpreten, die bereits in den Dateien stehen. Das macht der Musikplayer dann automatisch. Ansonsten kann man hier auch das andere Format nehmen. Da muss man aber alles händisch eintragen, nochmal in Google Spreadsheets und es dann erst exportieren. Gut, kann ich das hier speichern. Dann kann ich das ausführen. Jetzt kommen so ein paar Abfragen von wegen Sicherheit, ob das wirklich ausgeführt werden darf und so weiter und so weiter. Mal gucken. Es arbeitet hier noch einen Moment. Berechtigung überprüfen. Dann sage ich hier ja, das bin ich. Google hat diese App nicht überprüft. Dann geht man hier auf Erweitert. Unbekanntes Projekt öffnen, unsicher, ja, das ist ja sowieso nur für uns. Dann sagt er uns, dass er hier Zugriff auf Google Drive nimmt, das ist auch alles in Ordnung. Klicke ich hier unten auf Zulassen. Dann fängt er an, Ausführung hat begonnen. Hier listet er mir noch die ganzen Dateien auf, die er verarbeitet hat. Dann kann ich wieder hier auf Google Drive zurückgehen, gehe hier in meine Ablage und habe jetzt hier ein neues Spreadsheet, mein Musikplayer. Kann das aufmachen. Hier vorne stehen die Links, dann ist auch schon das CSV-Format entsprechend für den Musikplayer vorbereitet. Wenn ich das jetzt exportieren will, dann kann ich hier gehen, Datei herunterladen und kann das gleich als CSV herunterladen. Kann es dann vielleicht nochmal in meinem Excel öffnen oder kann es auch als Excel-Format runterladen. Das war jetzt nur für den schnellen Export, damit man das relativ einfach hinter sich bringt und dann weiterarbeiten kann. Hier muss ich natürlich immer dann den Ordnername ersetzen, um andere Ordner zu exportieren. Deshalb empfiehlt es sich hier auch für jeden Ordner, den ich neu hochlade, einen eigenen Namen, einen eigenen Unterordner zu machen, damit ich das Skript gezielt auf einen Ordner loslassen kann und nicht alles nochmal exportiere hier aus Google Drive und alles doppelt und dreifach in den Musikplayer importiere. Dann vielen Dank fürs Zuschauen.